Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur ersten Folge der Minecraft-Zubrücke. Zum, ja, jetzt eigentlich schon gefühlt siebten Mal nehme ich diese Folge auf. Und ich hatte auch, hi Johnny, nochmal, es tut mir leid. Ich hatte einen Kommentar verfasst, und zwar für den Johnny Rising. Und da er hat mich halt gefragt, wann die Zugbrücken wiederkommen, also das Zugbrücken-Video, wann es weitergeht. Dann habe ich ihm geantwortet, dass er jetzt gerade im Video ist und dass ich gerade in diesem Moment diesen Part drehe. Problem ist nur, nee. Ich hab's irgendwie nie, irgendwas hab ich, entweder ich verkackt oder OBS hat's verkackt. Bei über, ja, 15 bis 20 Minuten sagt er, komm, machen wir Schwarzbild hin. Ist natürlich dann doof, ne? Da konnte ich dann halt nicht mehr, ja, diese Datei konnte ich halt einfach nicht mehr verwenden. Habe ich auch direkt wieder alles gelöscht und pipapo. Und ja, dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt hier weiter. Wir erstellen eine neue Welt. Neue Welt erstellen. Nennen Sie Zugbrücke. Also mir ist es egal, wie ihr sie nennt. Ich nenne sie Zugbrücke 1.8.9. Auf Kreativ. Welttyp Flachland. Bauwerke generieren aus. Und das Flachland nochmal anpassen. Und zwar Vorlagen. Dann Desert. Dann hier diese 52 mal Minecraft Sandstone. Setzen wir mit 10 mal Minecraft Sandstone. Vorlage benutzen, den Sand entfernen und den Stein entfernen. Fertig. Nochmal fertig. Und neue Welt erstellen. So, erster Schritt. Wir geben ein. Game Rule. Einmal Tab drücken, Command Block Output. False. Das, man sollte es auch richtig eingeben. Nicht wieder Fuzzle. So. Und zwar bewirkt es einfach, dass wir kein Command Block Output mehr kriegen. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Command Block hinstellen, den wir uns jetzt mal geben, mit slash gif at p com und dann einmal Tab drücken, Command unterstrich Block, kriegen wir so ein Teil. Dann setzen wir das, und wenn wir hier jetzt einfach mal weather clear eingeben, uns dann hier einen Tageslichtsensor holen und dann nochmal das Game Rule Command Block Output auf true setzen. Dann das hier eingeben. Dann sagt er uns, Wechsel zu schönem Wetter. Das wollen wir nicht, deshalb machen wir das einmal wieder false. Nicht Fasel, false. Dann kommt dieses Teil nicht mehr. So, da wir jetzt Weather Clear haben, stellen wir hier auch nochmal einmal um. Denn beim Wetter wird es ein bisschen dunkler. Und sobald volle Sonne drauf ist, kommt hier kein Signal raus aus diesem Teil. Jetzt haben wir aber das Problem, die Sonne ist jetzt gerade da und kreist, okay, mir gehen die Tiere auf den Sack. So, machen wir einmal friedlich und ja. So, wechselte. Okay. Die Sonne wandert. Das heißt, es ist nicht immer volle Sonne von Mittag drauf. Das heißt, wir nehmen jetzt nochmal Game Rule. Zweimal Tab, Do Daylight Cycle und dann da auch wieder False hinter. Dann hört schon mal die Sonne auf, sich zu drehen. Dann setzen wir jetzt noch die Zeit bei Time Set 6000 hin. Zack, volle Sonne. Direkt drauf. Jetzt kommt hier kein Signal mehr raus. Sobald jetzt das Wetter, von mir aus jetzt einfach mal Gewitter ist, wird es dunkel. Da kommt ein Signal raus und das gibt es dann an den Command Block. Der dann wieder sagt, Weather Clear bitte. So, das war so das, was ich immer als Setup habe. So, dann verziehen wir uns mal nach hier. So ein bisschen Platz. Und nehmen uns standardmäßig Bruchstein, Obsidian, Schwarzeichenholzstufen. Ich nehme einen grünen Wolleblock. Dann alles, was Redstone ist. Also Redstone, Repeater, Fackel, Pisten, Sticky Pisten. Boah, wie ich immer zwischen Englisch und Deutsch switche. Ist lustig. So, wir beginnen damit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Blöcke von Bruchstein und nach links hin noch einen einzelnen mit einem Block Abstand. Das Ganze stacken wir jetzt 4 hoch mit einem Abstand immer dazwischen. Also hier die 3 und hier die 4, die Zwischenblöcke weg. Auch nochmal nach hinten. Hier und hier. Und die Zwischenblöcke wieder weg. So, jetzt kommen hier auf diese Blöcke immer Redstone-Fackeln. Und hier oben drauf. Und noch
bei der obersten Reihe an die Seite. So. Dann kommen an die seitlichen Fackeln Blöcke auf die Köpfe sozusagen. Also über die Fackeln nochmal Blöcke. So dass dann diese oberen Fackeln und die Blöcke auf einer Ebene sind. So. Ja, sieht doch schon mal gut aus. Dann setzen wir hier oben noch 1, 2, 3 Sticky Pisten mal 3 hin. Also 3 mal 3 Sticky Pisten. Und dann noch eine Reihe normale Pisten. So dass wir jetzt hier 4 Pisten haben und wenn die ein Pisten ausfährt, nimmt er noch einen Block. Das heißt, er hat dann 2 Blöcke Spannweite. Das heißt, wir können auch 8 Blöcke mit 4 Pisten überbrücken. Was jetzt hier noch nicht der Fall ist. Hier ist jetzt noch einer zu wenig. Das heißt, wir klatschen hier jetzt einfach mal eine Wand hin. So. Außerdem, Nebeneffekt davon, sie hält das Wasser von den Schaltungen weg. So. Dann, das hier müsst ihr nicht machen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und da. Diesen Kreis müsst ihr nicht machen. Ihr könnt es auch so folgen. Jetzt setzen wir hier an die Seite 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. Genauso wie auf die gegenüberliegende Seite. Da kommen auch nochmal 4 hin. Und hier vorne an die Kante nochmal 3. So, das können wir wieder wegmachen. Das war nur so eine kleine Zeigehilfe. Und dann machen wir die seitlichen Wände 6 Blöcke hoch. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und nochmal 2, 3, 4, 5, 6 und hier vorne diese Reihe 8 Blöcke hoch. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Genauso hoch wie das gegenüberliegende Stück. So. Okay. Ist doch schon mal super. Jetzt lassen wir die Pisten mal ausfahren. Wir machen hier mal eine kleine Trockenübung und zwar zack, zack, zack. So. Wenn wir diesen Pisten hier ausfahren lassen, wollen wir den ja auch ausfahren lassen, damit wir die maximale Spannweite erhalten. Ja, geht aber nicht. Denn ausgefahrene Pisten können nicht weggefahren werden. Die sind fest. Heißt, wir müssen den einfahren lassen, genauso wie den hier wieder, damit der dann schiebt. Okay, das war jetzt nur ein Block-Update, was der brauchte. Dann hier und dann hier. Das heißt, wir müssen jetzt an jede zweite Stelle einen Repeater dran setzen. Also wir müssen von hinten nach vorne ausfahren, denn von vorne nach hinten funktioniert es nicht, wie wir gerade gesehen haben. Also hier, das ist der erste. Dann müssen wir hier, dann hier und dann hier einen Repeater hinsetzen. Jetzt sollen wir natürlich nicht gleichzeitig ausfahren, sondern nacheinander. Das heißt, wir setzen nochmal hier zwischen immer Repeater in die Richtung des letzten, in die Richtung des einzelnen Blocks hier. Verbinden das alles mit Redstone. Und gucken mal, was passiert. Perfekt. So, jetzt ziehen die sich aber nicht wieder ein, weil sie ja erst von hinten einfahren, dann der nächste, dann der nächste, dann der nächste. Und ausgefahrene Pisten können nicht verschoben werden. Heißt, wir müssen dafür jetzt nochmal einen extra Teil programmieren. Wir gehen hier von mit dem Redstone einfach bis zur Mitte. Dann dahinter ein Repeater dran. An die Seite noch 2 Repeater auf 4 Ticks. Das ist die Signallänge, die dann da hinten ankommt. Und dann geht es hier ein 2 Block tiefes Loch runter. Sticky Pisten rein. Beweglicher Block drauf. Daneben ein 2 Block tiefes Loch. Daneben nochmal ein Block tiefes Loch. Eine Fackel an den einzelnen Block, damit der Pisten hochfährt. Und Redstone dadurch. 2 überstehend nach hier. Dann bauen wir noch, ja, ich nenne es Signalverkürzerer. Das ist eine quasi Einschaltverzögerung mit Not. Ja, Dr. Scott, es ist eine Einschaltverzögerung mit Not. Eine Ausschaltverzögerung hält das Signal so lange, wie die Zeit eingestellt ist. Aber die hier bricht das Signal ab, solange es eingestellt ist. Ist jetzt doof, ne? Und eine Einschaltverzögerung braucht erstmal eine gewisse Signallänge, bis es aktiviert wird. Und schaltet dann erst ein. Also sagen wir, die Einschaltverzögerung hat jetzt eine Zeit von 2 Sekunden. Das heißt, wir müssen 2 Sekunden mindestens ein Signal drauf geben, damit dann das Signal hier weitergeht. So. Das ist etwas kompliziert. Auch wieder Pisten hier in die Richtung, beweglicher Block. Dann ein Repeater mit 4 Ticks da dran. Und alles mit Redstone verbinden. Und hier vorne noch ein Repeater auf 1 Tick. So. Können wir auch nochmal von hier gucken.
Der bricht das Signal ab und die Pisten fahren wieder ein, obwohl das Signal dauerhaft da ist. Wenn das nicht da wäre, würden sie immer draußen bleiben. Das wollen wir nicht. So. Gut, und dann fährt das auch wieder rein. Dann gehen wir von diesem Block hier 1, 2, 3 Redstone nach vorne und ein Repeat auf 4 Ticks. Um die Ecke ein Repeat auf 1 Tick. So, mit Redstone verbinden. So, Trockenübung. 1, 2, 3, 4. Aus, 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 ausgefahren. Und natürlich wieder einfahren. Nein. Ups. Von hinten nach vorne. Nochmal. So. So. Okay. So. Wenn wir den hier jetzt außen wieder einfahren, zieht er den Pisten ran. Aber jetzt kommen wir nicht mehr an den nächsten ran. Das heißt, wir müssen von hier, von vorne nach hinten einziehen. So. Oh, ein Moment. So, dann bin ich wieder. Entschuldigung, bitte. Okay, wie gesagt, wir müssen von vorne nach hinten einfahren. Da der hier nichts einzufahren hat, da er erstens nicht sticky ist und zweitens auch nichts wieder mitziehen soll, brauchen wir den nicht beachten. Das heißt, wir fangen mit dem hier an. Das ist unser erster quasi. Den ignorieren wir. Platsch, weg. So, wir gehen runter und setzen an dieser Reihe einfach 4 Repeat auf einen Tick. So, das ist schon mal Magie Nummer 1. Dann lassen wir den doch einfach mal außen wieder einfahren. Ausgefahren, eingefahren, zieht mit, supi. Dann können wir den ja aus und wieder einfahren lassen. Also danach. Deshalb ein Repeat auf 4 Ticks. Solange wie das Teil ist, könnt ihr euch merken. Oder die Hälfte von dem. Und dann die 4 von vorher dran. Lassen wir das auch mal durchrasseln. So, dann fahren wir den aus und wieder ein. Heißt, wir setzen wieder die Hälfte, also den einen Repeat auf 4 Ticks, plus das, was vorher da war. Also ein Repeat auf 4 Ticks, der da, und die 4 einzelnen. 1, 2, 3, 4. So. Hätten wir das auch. Dann fangen wir wieder vorne an. Den brauchen wir nicht, also fangen wir wieder mit dem an. Es geht hier los. Ein Repeat auf 4 Ticks plus das, was vorher da war. 1, 2 und die 4 einzelnen. So, jetzt sieht das aber ein bisschen doof aus. Und mit Redstone ist es dann auch irgendwann Ende. Deshalb machen wir es doch einfach anders. Und zwar gucken wir uns an. 4 Teile. Ein Tick. Ein Teil, 4 Ticks. Heißt, ich mache jetzt einfach mal Schritt für Schritt. Ich setze hier einen drauf und ziehe hier einen ab. Ich setze hier einen Tick drauf und ziehe hier einen Tick ab. Ich setze hier einen Tick drauf und ziehe hier einen ab. So, und schon sind wir wieder ausgeglichen. Und es sieht besser aus. Jetzt müssen wir einfach weitermachen. Oh, können wir nochmal durchlaufen lassen. So, und dann müssen wir den außen wieder einfahren lassen. Das heißt, ein Repeater mehr und das, was vorher da war. 1, 2, 3, 4. So, das können wir dann noch verbinden. Und dann damit auch noch verbinden. Und dann lassen wir das doch einfach mal so durchlaufen. Cool. Funzt. So, jetzt haben wir aber noch das Problem. Das ist doch da. Da ich ein ordentlicher Mensch bin, lasse ich das mit ranfahren. Ihr müsst es theoretisch nicht machen, diesen Schritt. Aber, ja. Wenn ihr irgendwann mal was reinfahren müsst, wo ihr dann nur begrenzt Platz habt, dann macht den Schritt doch jetzt einfach mit, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Auf der Seite werden wir ihn definitiv brauchen. Von daher, ja, könnt ihr euch jetzt aussuchen, ob ihr den mitmacht oder nicht. Wir sind hier voll. Der müsste aber wieder raus und rein. Und das nochmal anschalten können wir nicht. Das heißt, wir machen es uns jetzt ein kleines bisschen komplizierter, aber immer noch recht einfach. Wir gehen unterirdisch in den Boden. Dafür nehmen wir diese Fackel weg, diesen Block und den Block darunter. Fackel drauf. Block drüber, Fackel drauf. Fertig. So, jetzt den Repeater davor weg. Ha, da wurde es gerade dunkel, habt ihr gesehen? Und dann nach runter. Tiefer als die Fackel. Also zwei Blocktiefe. Redstone hin, Block drauf. Oh, ja, muss nicht unbedingt Obsidian sein. Und wieder zumachen mit dem Repeater drauf. Dann hatten wir 1, 2, 3, 4, 5 Repeater auf 4 Ticks. Das heißt, wir brauchen hier 1, der da, der eine volle,
plus das, was vorher da war. 5, also 6. Hier ist das Redstone, also fangen wir hier an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 Blöcke runter. In Richtung Repeater graben. In Richtung Redstone graben. Und alles mit Repeatern auf 4 Ticks auffüllen. So, dahinter ein 2 Block tiefes Loch. Redstone drauf, Fackel in Richtung Repeater. Und ein Redstone drüber. Fertig. Zack, da ist er weg. So, jetzt können wir es nochmal durchlaufen lassen. Und vielleicht fällt euch ja was auf. Wenn ihr rhythmusorientiert seid, dann habt ihr jetzt gehört, dass der letzte, also vielleicht gehört, dass der letzte etwas später reingezogen wurde. Ich mach's nochmal. Der letzte wurde etwas später reingezogen. Das liegt daran, dass wir hier jetzt eine Fackel haben und hier unten auch noch. Eine Fackel besitzt einen Tick. Und wir haben jetzt 2 Ticks mehr im letzten Schritt. Das heißt, wir können einfach hier 2 Ticks abziehen. Ein Tick, 2 Ticks. So. Heißt, der letzte Repeater kommt bei diesen Schaltungen immer auf 2 Ticks, nicht auf 4. So, und damit haben wir den Ausfahrmechanismus der Brücke fertig. So, machen wir direkt weiter mit dem Einfahrmechanismus. Also da, wo der Sand rausgedrückt wird. Wir machen das gleiche. 1. Und wieder diese 5. Können wir ja mal gucken, was passiert. So, wenn wir jetzt mal hier rechnen. Diese 4 brauchen 4 Pisten, um überbrückt zu werden. Dahinter, also 8 insgesamt Länge. Hier haben wir aber noch die Reihe vom Sichtblocker, weil der Sand liegt ja nicht direkt hier, wie die Brücke hier liegt. Also müssen wir das noch verlängern. Wir brauchen also 5 Blöcke, die wir überbrücken müssen. Das heißt, wir müssen noch einen Pisten mehr nehmen. Und wenn wir jetzt hier abzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind das noch nicht 10. Also brauchen wir 8, 9, 10. Denn 5 plus 5 sind 10. 5 Pisten überbrücken. 5 Blöcke sind dann insgesamt 10 Blöcke. So, da wir auch den Sichtblocker haben, können wir hier direkt einfach nur 9er Blockreihen durchsetzen. Also hier nochmal drüber. Denn wir werden diese einzelne Reihe für den Sichtblock brauchen. Dann hier einfach durch. Und hier einfach durch. Überall Fackeln drauf und dran. Also natürlich nur oben dran. Ja, auch schon beim Sichtblock. Müsst ihr das später nicht umbauen, das ist dann ein bisschen einfacher. So. Okay, dann kommen hier Fackeln dran. An die Seiten natürlich wieder. Oben. Und dann kommen da Blöcke drüber. Wer hätte es gedacht? So. Hier, wie schon gesagt, kommen jetzt 1, 2, 3, 4 Sticky Pisten mal 3 hin. Plus eine Reihe normaler Pisten. 5 Pisten plus 5 Blöcke gleich 10. So, der Sand wird bis hier liegen und hier ist der Sichtblock. So, okay. Dann gleiches Prinzip, von hinten nach vorne ausfahren. Also 1, 2, 3, 4, 5 Pisten, so. Von hinten nach vorne geschaltet. Mit Redstone verbunden. Redstone bis in die Mitte. Ein Repeater dahinter. Zwei Repeater daneben mit 4 Ticks. Das 2 Block tiefe Loch mit dem Pisten und dem Block drauf. Daneben, beziehungsweise dahinter, 2 Block tief, dahinter ein Block tief, an den einzelnen Block eine Fackel dran, alles mit Redstone verbinden und hier wieder 2 überstehend. Hier auch wieder den Signalblock, das heißt 2, 2 rum und nochmal 2 rum. Kolben drauf, Block drauf, Repeater an den Pisten. Alles miteinander verbinden. Repeater dran. Ausfahren lassen. Wunderbar. Hätten wir theoretisch jetzt überblockt. Jetzt müssen wir es wieder einfahren lassen. Und hier dürft ihr mal versuchen, wenn ihr es wollt. Wenn nicht, guckt hier weiter. Wenn ihr doch wollt, macht es. Ist nicht schlimm, wenn ihr es nicht schafft. Umso besser, wenn ihr es schafft, dann könnt ihr euch diesen Teil nämlich sparen. Also, ihr dürft jetzt Pause drücken und viel Spaß. So, und dann geht es hier auch weiter. Wir fangen von vorne wieder nach hinten an. Und zwar
geht's hier los. 1, 2, 3, 4. So. Daneben. Ja, okay. Wir machen es nochmal mit Einfahren. So, dann kommt der. Ein Repeater 4 Ticks plus das, was vorher da war. Dann wieder ein Repeater mehr plus das, was vorher da war. Und nochmal ein Repeater mehr plus das, was vorher da war. Zwei Repeater auf 4 Ticks. 1, 2, 3, 4. So. Dann verbinden wir das jetzt so. Lassen das einmal von mir aus kurz durchlaufen. Okay, man sollte es natürlich auch noch hier verbinden. 1, 2, 3 Redstone, ein Repeater 4 Ticks und darüber. Nochmal. So, wunderbar. Okay, dann müssen wir hier weitermachen. Also, ein Repeater 4 Ticks plus das, was vorher da war. 1, 2, 3 und hier der vierte. 4 Ticks insgesamt. 1, 2, 3, 4. Dann hier wieder dementsprechend 6 Repeater auf 4 Ticks. Und hier dann 7. Ja, das ist eine Schalterei hier. So, lassen wir es nochmal aus und wieder einfahren. Wunderbar. Jetzt müssen wir wieder unterirdisch gehen, weil sonst funktioniert ja nicht. Oberirdisch empfehle ich euch nicht. Da müsst ihr dann eine Fackelkette nach oben machen, das ist dann nicht so schön und auch hier gerade nicht so empfehlenswert, weil wir hier noch viel arbeiten müssen. Da hinten, okay, hättet mal machen können, aber hier lasst es. Macht's unterirdisch. Wir gehen wieder hier runter, Fackel rein, Block drauf, Fackel drauf. Block weg mit Repeater, da drunter, Redstone rein, Block drauf, Repeater wieder zurück. Wir hatten hier 7 Repeater 4 Ticks, also zählen wir, hier ist das Redstone. Also ab hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir brauchen 8. Zack. Und 3 Blöcke wieder runter. Bis zum bis zum Redstone-Graben. Alles mit Repeatern vollklatschen. Und hier wieder nur ein Repeater auf 2 Ticks. Dahinter ein Loch von 4 Block Tiefe. So, und eine Fackel dran. Dann zieht er sich ein, dann können wir den hier machen. Auch wieder unterirdisch. Also das gleiche nochmal. Redstone, Block, Repeater. Hier sind die 7 Repeater, also, ach nee, hier sind die 8 Repeater, also brauchen wir 9. So, 3 Blocktiefe. Einmal rübergraben. Und alles mit Repeatern auffüllen. Und hier wieder ein Repeat auf 2 Ticks. 2 Block tief, ein Redstone, Fackel in Richtung andere Fackel. So. Lass mal den auch noch einziehen. Und dann hier wieder das gleiche. Fackel, Block. So, hier, ja, genau. Redstone rein. Block, Repeater drüber. Und rüber. Hier sind die 8 Repeater, also müssen wir hier 9 haben. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier nicht die Fackel wegschlagen. Und dann hauen wir uns erstmal durch. Und verbinden mal alles. Und hier wieder ein Repeater auf 2 Ticks. Dahinter ein Loch, 2 Block tief, Redstone drauf, Fackel drüber. Und dann hier alles noch über eine Linie verbinden. So. Jetzt sehen wir aber, es tut sich nichts. Es tut sich einfach nichts. Wir könnten jetzt noch 1000 Jahre warten, hier würde sich nichts tun. Warum? Weil wir hier unten die Redstones alle miteinander verbunden haben. Redstone hat die Eigenschaft, dafür nehme ich mir jetzt mal eine Lampe. Redstone hat die Eigenschaft, hier Lampe, hier Redstone, ja komm, sagen wir hier nochmal Lampe, Lampe und Lampe. Wenn ich jetzt eine dieser Lampen power, dann powert die das Redstone. Und da das Redstone nirgendwo angeschlossen ist, powert es direkt alle 4 Seiten. Fantastisch. Wenn jetzt aber Redstone verbunden ist mit irgendwas. Ja, komm. So, hier. Und wir da jetzt nochmal 3 Lampen drum setzen. Und wieder das Redstone powern. Dann powert das Redstone nur das, wo es rein zeigt. Und den Block unter sich natürlich. Okay? Also hier
Das würde auch noch funktionieren. Aber sonst nur das, wo es auch wirklich hin zeigt. So. Das heißt, wenn wir Redstone miteinander verbinden und dann hier drei Punkte haben, die wir powern sollen, dann wird das nicht funktionieren. Dafür müssen wir dann gucken, dass wir das jeweils von hier powern und trennen. Und dann natürlich auch ein Signal reingeben. So. Wie machen wir das dann in der Mitte? Ganz einfach, wir tauschen. Das heißt, wir nehmen hier einen Repeater, denn der verbindet sich nicht mit Redstone und setzen das Redstone einfach davor. Alles aus. Dann reißen wir das noch eben ab. So. Okay, also machen wir das gleiche unten. Wir haben hier das Redstone, also müssen wir tauschen. Jetzt ist es aber einen erhöht. Also hier, Repeater rein. So. Jetzt müssen wir tauschen. Also setzen wir den Repeater weg. Setzen einen Block hin und dann Redstone drauf. Denn der Repeater powert den Block. Der Block das Redstone und das Redstone den Repeater. Und da haben wir es schon gehört. Da hat sich was umgelegt. Und zwar ist der Block jetzt dran. Wir reißen nochmal ab. Setzen wir die Fackel wieder hin. Und gucken mal, was passiert. Perfekt. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben. Da würde mich riesig freuen. Ein Kommentar, wenn es euch freut, dass es jetzt wieder weitergeht. Euch wenige da draußen, aber ich denke mal, ihr, also die, die geschrieben haben, wo bleibt Part 3 oder wo komme ich zur nächsten Folge? Ja, die ist bald da. Die ist bald da. Und das freut mich auch selbst, denn ich habe es mir ja zum Auftrag gemacht, euch zu zeigen, wie das geht. Und dann finde ich es schön, wenn ich diesen Auftrag fortsetzen werde. Da hinten ist mir aufgefallen, ist noch was. So. Und ja, dann würde ich sagen, abonniert, wenn ihr diese seltenen, aber trotzdem denke, hoffe ich, interessanten Videos nicht mehr verpassen wollt. Wie gesagt, lasst mir gerne ein Abo da. Ja, und dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen guten Tag, eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Bis zur zweiten Folge. Ciao.